So, und mit dem, das wir jetzt... Ja. Aha. So, mit der Waffe. Okay, mit der Standardwaffe kommen wir mit dem Schutzschild nicht durch. Das wird jetzt der Waffenmodus sein, ha? Ja, tatsächlich. Was? Es ist schon wieder... Okay, es ist schon wieder geheilt. Es hat schon wieder ein Schutzschild aufgebaut. Irgendwie die Feuerrichtung wechseln. Hey, was wenn jetzt druckt? Na. Boah, die Kranken, lasst sie mich bitte in Ruhe. Wo kann man das eh nichts tun? Da bin ich eh geschützt. Da unten. Ah, fuck. Ich habe es geschützt. Ah, da unten ist eh eine kleine Anzeige. Wenn mein Dings wieder fertig ist. Aber jetzt. Aber jetzt gebe ich es der Geschütz. Hey, wieso? Na, es nimmt keinen Schaden. Ich kann dem Geschütz irgendwie nichts anhaben. Why not? Jetzt brauche ich dann langsam die Heilung da. Aber ist eh wurscht. Ist auch noch was? Na, es trifft mich sogar da. So, jetzt reicht's mir aber. Ich muss ja das Geschütz da irgendwie eliminieren können. Na. Ich habe sonst keine Ruhe. Hm. Ist die Waffe einfach nicht stark genug wahrscheinlich. Dann geh durch eine andere Tür. So, jetzt ist wieder früh. Na, keine Chance. Keine Chance. Ich weiß doch nicht, was das jetzt war. Ah, ich muss schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich will nicht jetzt schon den Run verhauen. So. Hm, gut. Was hab ich da jetzt? Was hab ich da jetzt gekriegt? Ich hab das jetzt versammelt, weil ich so schnell weg müssen hab. Datenbank. Na, aha, Kerberon heißen die Tentakelhunde. Mittelgroßer Vierbeiner, ja, dann hab ich gar nicht so echsenähnlich Körper und Kopf. Ressourcen. Silphium, Harz, Obolit, Ether, Schlüssel, schädlicher Schlüssel, Kalibrator, das habe ich gekriegt. Daten direkt auf das Nervensystem des Benutzers zu prägen. Dies dient scheinbar vornehmlich der Verwendung von Waffen und unbekannter Bezug, was auf die Notwendigkeit schließen lässt, mehrere Einheiten gleichzeitig zu trainieren. Objekte passen sich ohne erkennbare Nebenwirkungen an die menschliche Physiologie an, was diese Technologie zu einem überaus interessanten Forschungsobjekt macht. Ich brauche noch mehr Daten. Das ist nur mein Standardwaffen, da haben wir das Logbuch. Genau, das hat sich hier laut vorgelesen. Ja, wenn ich das Geschütz nicht los will, dann muss ich jetzt mit Volltempo die Tür, weil sonst habe ich eh keine andere Möglichkeit. Da oben wäre noch... Was? Da wäre noch ein Heilgegenstand, ist der da drüben? Aha, er ist hinter den Ranken da. Kann ich den mit meiner Waffe zerstören? Nein. Die Standardwaffe da ist ein bisschen lahm. Aha, und da ist wieder ein Schalter. Ich muss da drüben. Ich müsste ein Tor sein, wo ich durch kann. Ah, oh, das sind ja Kisten. Nein, nein. Jetzt reicht es mir mit dem Geschütz dann langsam. Jetzt liegt da ein Gegenstand. Und ich weiß nicht was. So, jetzt ist das Geschütz kurz inaktiv. Hab ich die jetzt gekriegt? Hab ich die jetzt gekriegt? Die neige Waffen oder ist das wieder die? Na, das ist die Standardwaffen wieder. Ich kann mal. Der nächste Schuss, der trifft, erledigt mich, das ist einmal klar. Ich hau mir jetzt durch die Tür da drüben, vielleicht finde ich dann einen Heilgegenstand.
dann kehre ich zurück und hole die andere Waffen. Ich glaube, da war eine zweite Waffe drin. So. Was ist da los? Da ist eine neue Waffe. Okay. Ich habe mir die ganze Mühe gespart. Mensch, mal, das tippt mir jetzt wieder an. Xenotyp-Waffe gefunden. Xenotyp-Waffe. Ähnelt unserer Karabiner-Technologie. Schaut die cool aus. Waffenwerte und Eigenschaften. Über Leistung schaltest du neue Waffeneigenschaften und wertefreie Leistung hältst du durch das Eliminieren von Gegnern. Okay. So, was sagt die Map? Da drüben ist wieder unbekannter Gegenstand. Aha. Inaktives Gerät, ein Xenotech-Gerät zur Aktivierung, fehlt noch irgendwas. Dann gehe ich da weiter. Oder ist das jetzt... Nein, ich kann das nicht riskieren, ich muss jetzt schauen. Ist das... Ja, okay, das schaut ein bisschen stärker aus. Aber auch das kann die... als Geschütz jetzt nicht durchbrechen. Wie man da ist. Auch nicht. Irgendwas stimmt mit den Geschützen nicht. Die sind so stark. Hm. Zumindest peppeln die Energiekugeln noch immer herum. Und da oben liegt noch was Blaues, aber ich glaube, dass das zu hoch ist für mich. Da wird schon hinkommen. Jetzt ist sie wieder aufgeladen, die Waffen. Ich schau mir jetzt mal an, was die Tentakel von mir wollen. Okay. Hä? Was ist das da? Oh, ah, da liegt was. Okay. Oben liegt da also sowas drinnen. So kann ich das geschützen. Jetzt wird's wurscht. Jetzt reicht's wirklich. Jetzt geh weiter. Ich bin eh gleich hin, wenn ich nicht sofort einen Heilgegenstand finde. Und da drüben, das schaut schon wieder so brutal aus, als wären da ein Haufen Gegner. Es schaut nur so aus, als wäre da was. Habe eine riesige Mauer entdeckt, Mauer, hinter der sich das Signal des weißen Schattens befindet. Okay. Ich komme nicht über die Schlucht. Passe Ziele vorerst an. Aha. Und untersuche Energiesignal im Wald. Jetzt liegt da schon wieder mal dumm. Scout-Logbuch wieder. Scout-Logbuch. Das ist wieder ein Leich von mir selbst. Wer gestartet. Siehst du den weißen Schatten? Das sollte nur ich kennen. Es dürft's. Aber ich höre die goldenen Kugeln dort, die dürften irgendeine Technologie erfordern. Etwas damit zu tun. Ich noch nicht hab. Woher wussten sie? Ich hoffe, das Signal. Schau, was, das könnte uns zerstören. Na, wieder nicht. Wow. Hey, da hinten ist jetzt was kaputt worden, oder? Ich meine, jetzt habe ich gerade Glück, dass da... Hey, da ist schon wieder eine Statue. Okay, aber die sind wirklich durch, oder? Na, achso, da brauche ich wieder so eine Technologie. Da drüben liegt was Grünes. Das muss ich erreichen. Ah, 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 da! Was, das war alles? Oh oh. Problem, Problem, Problem. Die Waffe, die ballert richtig, richtig gut. Na. Oh, na, 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 na. Okay, das war's mit dem Run, fürchte ich.
Flucht, Flucht. Nein, schon wieder. Wow. Wow. Wow, 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 Laubschneig. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe mit anderen Versionen meiner selbst interagiert. Manometer, ich brauch Leben, ich brauch Heilkraft. Was ist das? Aber sind sie Ziele aktualisiert. Oder nur hohle Leichen? Wie jetzt? Das ist ja komplett aktiv. Für mich schaut es sehr aktiv aus. Mal bitte gib mir ein Heil-Item. Es leuchtet alles nur mehr rot und ich herrsche wieder was knurren. Ich herrsche wieder was knurren, ich glaube, dass da eh leichter sind, wenn da wieder was knurrt. Nächste kaputt. Nächste kaputt. Ah, da können die Kugeln nicht durchdringen, wenn ich einfach einen Schritt zurück mache. Wieder einer kaputt. Aber zumindest schießen sie weiter, das ist ja gemein. Komm. Kann man nicht vorstellen, dass da jetzt noch viel sind. Ja? Wieder eine eliminiert? Da muss ich jetzt aufpassen. Kann sein, dass die jetzt noch weiterfliegen. Wow. Okay, fast kaputt, fast kaputt. Jawohl. Ah. Jawohl. Was haben wir da? Bodendorn regeneriert einen Xenodorn, der den nächsten Gegner anspießt. L1 halten und R verwenden, um das Ziel manuell auszuwählen. Keinen Plan, was das ist. Das wird bestimmt noch nützlich sein. Nur Bodendorn. Oh, es knurrt schon wieder was. Willst du mich verarschen, Spiel? Okay. Oh, da ist noch eine Tür. Vielleicht habe ich bei der mehr Glück. Was ist da los? Das ist eine Alien-Technologie. Unbekanntes Gerät, Vorabanalyse, Annäherung sicher, potenziell nützlich. Was ist denn das für ein inaktiver Reclaimer? Wiederherstellung und Erhöhung von Unversehrtheit. Ja, Alter. Sofort, ich bin eh fast kaputt. Hey, Lousy Wolf, schön, dass du dabei bist. Das Spiel ist was ganz Besonderes, Lousy. Das muss da geben. Voll gruselig und voll geil, aber voll Science Fiction. Hey, das heilt mich nicht einmal komplett. Wow, 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 was ist denn jetzt? Wow. Da kommen riesengroße Fledermais. Was? Da kriege ich eine Maschine, die mich heilt und dann greifen mir die Fledermais an, die riesengroßen. Das ist ja wohl ein Vollscherz. Das Heilen war umsonst gerade. Ich bin nur ein bisschen besser ausgerüstet. Jetzt nur ein bisschen mehr geheilt. Okay, ich glaube, es funktioniert jetzt, Kat. Okay. So wie ich schieße, dass das bei mir die Verbindung ist. Okay. Da fahre ich jetzt nicht nochmal obi. Was haben wir denn da für einen Klumpen? Obolit-Klumpen enthält eine große Menge Obolit-Xenotech erforderlich. Das heißt, da brauche ich was, mit dem ich das dann öffnen oder zerstören kann. So wie die Kristalle bei Immortals Phoenix Rising. Nur, dass ich es bei Immortals zerstöre. Das wird startet zum Zerstören. Ich warte darauf, dass da mal was drin ist in die Statuen.
Okay, da bin ich gekommen. Ich muss weitergehen, es hilft nichts. Ich habe leider keine Wahl. Ich habe leider keine Wahl. Oh, gibt's ein Gegenstand. Warte mal. Ah, das ist der Klumpen. Okay. Und da drüben ist auch was. Ah, das ist da dahinter. Das heißt, mir fehlt jetzt eindeutig Technologie, damit ich das erledigen kann. Okay, Lousy Wolf, das her gern. Dann liegt es zumindest nicht an mir anscheinend. L1, das ist also der Dorn. Also wenn jetzt ein Gegner kommt, dann setze ich den Dorn da ein. Aber wie genau? Na! Oh Gott, shit, jetzt habe ich den Dorn verschwendet. Nur weil ich wissen will, wie man den verwendet. Oh Gott, na. Shit, jetzt ist der Dorn weg. Okay. Na. Kommen schon wieder die. Ui. Okay. Okay, warte mal. Jetzt pass auf. Die sind jetzt ein bisschen aggressiver gerade. Ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass sich der von hinten nicht anschleicht, oder? Ja, 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 ja. Heil dich schön brav, heil dich schön brav. Oh, geh weg. Nein! Uncool. Boah, die Tentakel. Okay, muss das sein? Ich möchte jetzt wirklich die ganzen Heil-Items erwischen. Boah, geh weg. Wieder einer kaputt. Wo ist noch einer? Ich muss so aufpassen, weil das sind die Teufel hupfen dann auf Farm um. Waffenleistung. Ich muss den Run so lange wie möglich überleben. Ist noch eins. Okay, den habe ich schon geschwächt gehabt. Ich werde den Obolit einsammeln. Das wird eine Statue. Hey, die Statue leuchtet. Der hat leuchtende Augen. Hui! Obolit, Obolit, Obolit. Ja. Jawohl. Ah, Heilung, 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 Heilung. Ja, hallo, Herr Paslawski. Bitte Bescheid sagen. Das Kätzchen hat Probleme mit dem Stream. Also, geht nicht einwandfrei, er ruckelt. Beim Lousy Wolf funktioniert es bis dato einwandfrei, laut seiner Rückmeldung. Wir spielen heute übrigens, Herr Paslawski ist am 30. also am Freitag erschienene Returnal für PlayStation 5. Das erste Spiel, das für PlayStation 5 exklusiv erschienen ist. Hey, da leuchtet ja noch was. Achso, das ist wieder sowas, wo ich nur mit einem Item hinkomme, das ich anscheinend noch nicht habe. Und wir sind in einer Zeitschleife gefangen und jedes Mal, wenn ich stirb, ist mein gesamter Fortschritt weg. Und bis jetzt habe ich erstaunlich lang überlebt, das muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe erst einen Tod erlitten und der war so, dass ich ihn gar nicht verhindern hätte können. Also, ja, ziemlich stolz bin ich auf mich. Brutal. Hey, aber warte mal. Es tut mir nichts. Das heißt, ich kann die Ranken da benutzen, dass mir die quasi nach oben transportieren. Aber da ist nichts, was mir was hilft. Na. Und da sind noch Heil-Items, aber wo? Wo sind die Heil-Items? Wenn ich die Map aufmache, dann zeigt es mir die Heil-Items aber nicht an. Leider. Ja, danke Herr Paslawski. Ich hoffe, dass das der Stream des Jahres wird.
Es ist bis jetzt zumindest leichter als Fall Guys. Aber ich... Achso, top. Mir fehlt das Item, dass ich die Ranken zerstören kann. Das heißt, die Highlight-Item, das Highlight-Item kann ich nicht holen. Weil das ist hinter die Ranken und das Highlight-Item kann ich nicht holen, weil da brauche ich so eine Art Greifhaken oder irgendwas. Eine verstärkte Schubdüse oder irgendwas, mit die da nach oben kommen. Teufel, das sind richtig fies, die Entwickler. Und durch die Tür bin ich gekommen. Jo. Oder? Nein, die bin ich nicht gekommen. Okay, was ist. Oh! Hä? Siehst du? Okay. Nimm ich. Zu Obi-Brechen ist mir wurscht. Wenn ich dafür ein bisschen was kriege. Das ist irgendein Google wieder, wo ich die Technologie noch nicht habe. Brauche ich die gar nicht anrennen, die Kugel. Jetzt schaue ich, ob da noch mehr rundum liegt. Das ist gut, ich nicht zeige. Das ist wichtig. Mhm. So, da liegt wieder was. Eine Alien-Leiche ist es diesmal. Xenotyp-Technologie an der Leiche eines Empfindungsfähigen entdeckt. Scan weist auf potenzielles Anzug-Upgrade hin. Kate, hast du Ton? Hörst du mich und hörst du das Spiel? Und es ist nur kein Bild? Scheinbar gefahrlos einsetzbar. Scheinbar gefahrlos einsetzbar. Sie nimmt... Oder... Sie nimmt irgendeine Alien-Technologie und klammert es einfach an ihren Anzug. Führe Funktionstest durch. Funktionstest. Ja, Funktion... Machen wir den Test. Translokatoren zum Teleportieren nutzen. Ah, so, das sind die Kugeln. Das sind so Plattformen, an denen ich mich teleportieren kann. Nice. Kann ich nichts übersehen, oder? Nein. Nahtranslokator. Ein Xenotech-Gerät zum Überwinden kurzer Distanzen. Controller geht voll ab. Aktivieren. Superman! Hey, das ist wie, wenn ich mit einem... Wie ein Todesser. Wie ein Todesser reist. Ja, aber das hilft mir jetzt ja nichts. Ich komme ja nicht um mich. Ja, wurscht. Zumindest habe ich jetzt einen Translokator. Ah, da brauche ich wieder die Schubtechnologie oder einen Greifhaken oder irgendwas. Gut. Das heißt, ich muss jetzt da weiter und brauche jetzt so eine Translokator-Plattform. Hey, ist schon verdächtig aus. Na, auch da komme ich nicht durch. Aber das schaut wirklich komplett so aus, als wäre der Höhleneingang. Wo ist der nächste Translokator? Da nicht. Das Ding muss wieder zurück. Wo war der nochmal? Ah ja, oben, genau. Meine Waffe ist auch wieder aufgeladen. Ein Xenotech-Gerät zum Überwinden kurzer Distanzen. Das heißt, der überwindet. Der kurze tut mir immer fix wohin. Weil wenn es eine kurze Distanz. Oh. Oh, hey, hey. Uncool. Alter, ich hasse das, wenn auf einmal Gegner auftauchen. Ja. Ja, die haben ja voll viel Heil-Items liegen lassen. Ja, ich bin wieder voll. Ich bin wieder voll geheilt. Dann nehme ich sicher, das, was da liegt, nicht. Wieder Äther sogar. Geil. Okay. Das lasse ich liegen. Das lasse ich ganz sicher liegen. Da liegt schon wieder so ein Alien-Leich. Wow. Hey, oder warte mal. Ist das ein Alien-Leich oder ist das eine von meinen eigenen Leichen? Okay. Lausi Wolf, ich muss mir das jetzt kurz genau durchlesen. Ah, oh, man. Ich fürchte, dass heute mein WLAN ein bisschen einen Spinner hat.
Okay, das ist wieder Kurzdistanz. Nur, dass ich jetzt auf der anderen Seite bin von dem ganzen Gebilde. Wir haben am Turm und dafür da weitergekommen bin. Bereichscan. Genau, jetzt habe ich die Stacheln davor gar nicht eingesetzt. Aber hätte ich nicht braucht, Gott sei Dank. Okay, das ist den Scan, den habe ich aus unabsichtlich schon aktiviert gehabt, vorher, wie ich ein paar Sachen ausprobiert habe. Der zeigt mir dann die nächste Tür an oder was? Okay, so. Jetzt. Was ist denn das da für Apparatur? Xenotyp-Technologie entdeckt, die neue Geräte hervorbringt. Fabrikator. Ein Xenotyp-Gerät, das Gegenstände aus Obolith generiert. Wie viel Obolith habe ich denn leicht? 346 und 150 brauche ich. Repariert eine signifikante Menge Unversehrtheit. Reparaturkreislauf. Fehlfunktionen bzw. deren Reparatur reparieren Unversehrtheit. Okay, das könnte ich mir auch leisten. Adrenalin, Egel, repariert unversehrt um 5% bösen Schaden pro Adrenalin-Begelstufe. Das geht sie auch aus. Und eine Ressource, verbesserter Kalibrator. Da wird die Waffen stärker, warte mal. 150? Du musst halt so. Ja, aber. Da wäre ja blöd, wenn ich jetzt. Man, das war ein Heil-Item. Oder wäre ich blöd, wenn ich den jetzt nehme, weil ich habe ja den Bodentorn da. Nein, ich nehme jetzt. So. Habe ich jetzt zwei Gegenstände 150. Das verschwende ich nicht. Und die Ressource ist weg. Die Ressource ist weg. Wenn ich stirb. Aber es ist alles von den Sachen weg. Nein, ich nehme das. Da heilt es ein bisschen was. Ja, das ist ja noch besser, oder? Das nehme ich, das ist mir jetzt wurscht. Aktivieren wir das. Da ich stirb und alles weg ist, wenn ich stirb, wäre es blöd, wenn ich das aufgehalt. Okay. Jetzt brauche ich da kurz. Okay. Verbrauchsgüter einen. Ah, ich hab. Man kann Slots freischalten. Und das ist das Artefakt. Das heißt, das, die Verbrauchsgüter kann dann immer noch mal 3 tragen. Und ich kann da auch anscheinend mehr Gesundheitsbalken freischalten. Mein Unversehrtheit ist jetzt bei 106%. Ich habe sogar ein bisschen einen Bonus. Und permanente Ausrüstung habe ich schon. Das Waffenladegerät für die alternativen Feuer. Das bleibt mir Gott sei Dank. Und der Translokator, das bleibt auch super. Ja, Gott sei Dank. Wie jetzt genau das einsetzt, weiß ich jetzt zwar nicht, das Artefakt, aber da komme ich schon noch dahinter. Das ist schon wieder. Der Teufelei. Unbekanntes Objekt. Objekt potenziell nützlich. Schriften der Empfindungsfähigen. Sammle Xenoglyphen-Chiffren, um sie zu übersetzen. Die Mittel, diese Xenoglyphen zu entziffern. Also ich kann so Tafeln oder was entziffern. Das ist wie bei Doom Raid. Oh. Mit großer Distanzen. Okay, aber jetzt. Ah! Pass auf. Das ist gleich sowas. Fragment der Xenotyp-Sprache entdeckt. Okay, jetzt lernt sie anscheinend die Sprache ein bisschen. 1 von 10. Xenoglyphen-Chiffre. Und jetzt habe ich eine und jetzt kann ich da schon was übersetzen, weil ich brauche nur eine. Ja? Stimmt tatsächlich. Diese Ebene 1. Stimmt diese Übersetzung? Es fehlt ganz viel. Leid. Unsere entrückten Brüder. Unruhige Wasser? Fragezeichen. Unerträgliches Leid. Endloser endlosen Kreislauf der. Ich brauche aber noch eine zweite Chiffre, damit ich die nächste Ebene erreiche, dann kann ich schon ein bisschen mehr übersetzen. Jetzt schauen wir das noch an. Xenotyp-Gerät zum Überwinden großer Distanzen.
Jetzt bin ich da. Da habe ich eine Tür, durch die ich durchgehen kann. Und da könnte ich zurück. Aber wo ist mein Schiff? Kann ich direkt zum Schiff zurück? Nein. Wo ist die Helios? Die abgestürzte Helios? Was ist das da? Ah, da ist zu. Weiter komme ich auf der Map nicht. Warum soll ich da zurückgehen? Ah, da spare ich mir beim Rückweg ganz viel. Aber das bringt eh nichts momentan. Okay, dann gehe ich jetzt da, war die Chiffre, dann muss ich da weiter. Was zum Teufel ist das jetzt wieder? Was? Seltsames Energiesignal entdeckt. Markiere es auf der Karte. Energiebarriere. Resident gegen Projektilschaden Xenotech erforderlich. Jetzt wird es dann Zeit, dass ich die Technologie bald einmal kriege. Die ich da die ganze Zeit brauche. Ich glaube, das sind immer verschiedene Technologien, fürchte ich.